Hallo und herzlich willkommen Leute zurück zur Dreamscapes des Handman. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben in dieser Traumwelt und hey, diese Blume schließt ihre Kiefer immer bevor ich ein Objekt nehmen kann. Ja, dafür haben wir leider nichts, wir haben ein Clown-Teil. Nice. So, der steckt da auch drin. Ja, mir muss etwas einfallen. Lupe funktioniert auch nicht. So, was haben wir hier? Hinter der Wurzel verbirgt sich mein alter Bekannter, der gute Benny. Der verbirgt sich da. Dich habe ich gesehen, du blöder Beobachter. So, 3 von 6. Alles klar, wir gehen mal da hinten wieder hin. Und schau mal, da ist ein Stock, den wir mitnehmen können. Wir haben einen Stock. Da haben wir eine Spinne. Wie eklig, das werde ich auf keinen Fall anfassen. Ah, hier. Kein Stock. Okay. Da auch nicht. Okay, dann wahrscheinlich. Ich versuche mal was anderes. Können wir vielleicht den Stock hier rein? Nein. Funktioniert wohl nicht. Hier? Jawohl. Wir haben eine Stein... Ich hatte dich gesehen. Geht es nicht. Da, dich habe ich auch gesehen. So, sonst ist da... Okay, da ist sonst nichts mehr. Also ich soll das Ding lieber nicht anfassen. Ich bin auf wundersame Weise entkommen, als ich ein... Okay. Wir haben jetzt ein... Steinschleuder. Was ist das da? Keine Ahnung. Ich lasse mal offen und können wir... Nein, das funktioniert wohl nicht. Brauchen wir erst noch Steine? Ich weiß es nicht. Können wir... Nein, okay. Funktioniert leider auch nicht. So, was haben wir sonst noch? Da ist die Eule. Schieß ab. Nein. Die Spinne? Okay, das funktioniert wohl nicht so gut. Ja, hier haben wir das Ding. Puh, okay, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Was können wir denn jetzt machen mit der Steinschleuder? Ich weiß es nicht. Ja, auf uns haben wir kommen. Rümpster von Namen, okay. So, was ist hier? Hier liegt die Olle. Scheinbar wurde Laura mit einem Pilz vergiftet. Sie ist bewusstlos. Einfach abschießen? Nein. Nein. Lupe? Auch nicht. Puh, okay. Was können wir sonst noch machen? Weiß nicht. Hier anscheinend nichts mehr. Hier habe ich, glaube ich, auch nichts übersehen. Dich habe ich gefunden. Okay, ich habe dich gefunden. So, 6 von 6 Beobachter. Noch 66 sind übrig. Hey, ich kann Benny durch die Wurzel nicht erreichen. Abschießen. Das da. Lupe, nein. Funktioniert alles nicht. Okay, ich bin ein bisschen ratlos. Aber nur ein bisschen. Ja, wow. Und jetzt? Was für ein gruseliger Vogel. Es lässt sich nicht in... Es lässt mich nicht in die Nähe des Baumes. Ja, wir müssen es... Wir müssen... Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. Ha, wir haben dich volle Kanne erwischt. Eigentlich nicht, der ist weggeflogen, aber wir haben eine Feder von ihm. Feder. Ich muss den Baum von den Termiten befreien. Zwei von C, ernsthaft? Okay, wir sammeln Termiten. Kommt in meine Tasche. Noch eine. Los, komm schon. Komm. Da bist du ja. Ja, jetzt sind sie befreit. So. Dem Baum geht es jetzt viel besser. Ich muss mir überlegen, wie man den Baum heilen kann. Der Baum des Lebens stirbt wegen dieser Hohlraums. Tim meinte, die Geister des Waldes können mir helfen. Ich muss mir überlegen, wie man den Baum heilen kann. Lupe? Nein. Clown-Teil mit Termiten. Feder? Nö. Funktioniert wohl nicht. Können wir vielleicht das Viech kitzeln? Ja. Ernst? Nice, er ist befreit. Save Laura. This mushroom is dangerous. We have little time. Bring Laura the flower from the tree of life. May the spirits of the forest help you. Okay. Scheinbar wurde Laura von Pilz vergiftet. Sie ist bewusstlos. Ja, was sollen wir jetzt eigentlich mit den Termiten?
Ja, wir können sie ja nicht nehmen. Ah, was? Hier haben wir einen Teil vom Traumfänger. Sehr schön. So, zack, das kommt hier rein. Jawohl. So, dann da haben wir noch was. Ein Korken. Können wir... Nein, das passt nicht. Passt alles nicht. Was können wir mit dem Korken machen? I don't know. Hier bringt auch nichts. Ah, vielleicht mit dem Korken. Das, nein, funktioniert nicht. Hm. Vielleicht. Nein. 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 Okay, schade. Jawohl, ja, jetzt. Und was können wir jetzt mit dem Korken machen? Oder den Termiten? Ich weiß es nicht, vielleicht zum Essen geben? Nein. Hast keinen Hunger? Funktioniert auch nicht. Vielleicht hier die Termiten? Jawohl! Nice! Okay, Benny! Oh, wir schlafen da Benny. Okay, wir stecken den in die Hosentasche. Nice, ich glaube, ohne Korken habe ich keine Verwendung für diese Flasche. Hier, zack. Nice, Fläschchen. Wir haben ein Fläschchen. Können wir die da reintun? Nein. Okay. Ja, was können wir mit der Flasche machen? Vielleicht die Spinne da reintun? Nein. Vielleicht Wasser reinfüllen oder so? Nein, funktioniert leider nicht. Wir haben Benny, schlafenden Benny. Was können wir mit dem schlafenden Benny machen? Vielleicht duschen? Oh, so knuffig. Okay. Das war gerade ein bisschen eklig. Ich werde die Geister in der Flasche treiben, um sie darin zum Sterben des Baumes zu bringen. Ich werde die Geister in die Flasche treiben, um darin zum sterbenden Baum zu bringen. Was? Ich werde die Geister in die Flasche treiben, um sie darin zum sterbenden Baum zu bringen. Überspringt, das ist ein Rätsel. Ernsthaft? Nein, komm da rein. Nein. Du sollst hier rein in die Flasche, ja. Woll, komm. Geh da rein. Geh da rein. Ernsthaft? Okay, nice Rätsel. Komm da rein. Komm. Nice. Kommt ihr alle? Kommt hier rein. Komm. Okay, komm du dann. Erstmal. Nice. So, du da. Komm da auch rein. Zack. Und ihr zwei. Ihr kommt da auch rein. Jetzt. Zack. Und du auch. Komm. Zack. So, dann bist noch du übrig. So, jetzt sind jetzt in der Flasche. Schnell schließen und mitnehmen. Nice. Hier jetzt hier reinstellen. Und sie freilassen. Oh, so wunderschön alles. Hurra, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich Laura retten. Oh, das sieht so wunderschön aus. Ja, wir nehmen eine Blume des Lebens mit in die Hosentasche. Nice. So. Hier. Thank you. The flower of life returned my strength. And I feel much better now. Tim will take care of me, won't you, Tim? Sure. Hold on. Oh, nice. Okay. So, und jetzt hier ist ein Brief. Ein Tagebuchseite. 22. Januar 2000. Ich habe schon eine Weile nicht mehr in mein Tagebuch geschrieben. Doch ich habe beschlossen, die Tradition wieder aufleben zu lassen. In meinen Träumen habe ich bereits tropische Inseln und hohe Berge besucht. Okay, sehr nice. Hier haben wir ein Ding, Dang Dong vom... Oh, ist alles wieder wunderschön geworden. Noch ein Albtraum ist beseitigt. Jawollsten!
Ja, den Albtraum beseitigt. Erstmal will ich... So, das Ding kommt hier hin, genau. So, Schmetterling, du kleines Ding. Nein, flieg doch nicht weg. Okay, wo geht's hier lang? Ich glaube, diese Hand fordert etwas. Ein Clown-Teil. Mach das auf, ein Clown-Teil. Nein, kein Clown-Teil. Scheinbar muss ich bezahlen, um eintreten zu dürfen. Nice, wir haben aber kein Geld dabei. Sie ist in meiner anderen Hose. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, als würde ich mich ganz gut anstellen. Aha. Okay, ich habe so ein merkwürdiges... Okay. Ja, hier haben wir, glaube ich, sonst... Hier haben wir, glaube ich, nichts. Ja gut, hier haben wir einen Apfel. Und noch ein Teil. Ein Teil vom Ding. Ups, das wollte ich eigentlich nicht machen. So, dann erstmal dieses Teil hier irgendwo einsetzen. Wo passt du denn hier? Hier hin. Jawollst. Ah, noch ein Teil. Hier. Okay, nice. Jawoll, und dann... Wir haben einen Apfel, ess ihn doch. Nicht? Hier, Schmetterling. Schmetterling, komm zu mir. Nein, das wollte ich nicht. Schmetterling, komm zu mir. Okay, dann halt nicht. Will nicht zu mir kommen. Okay, den Albtraum haben wir besiegt. Hier brauchen wir hier noch was. Ah, okay, dich habe ich übersehen. Zack. Sehr schön. Okay. Ah, wir haben ja einen Teil des Clowns. Clown. Ah. Hier. Zack, einsetzen. man streckt nicht die Zunge raus. Und wir gehen natürlich in den Maul. Der Clown hat uns gegessen. Laura! Okay, den kann ich noch nicht nehmen. What the fuck? Armes Ding. Es wird nicht lange dauern, bis sie runterfällt. Ich muss die Achterbahn starten. Nice. Erstmal, du kommst zu mir. Nice. So, du auch. Sehr schön. So, da liegt eine Zeitung, die können wir nicht lesen. Da, dich habe ich. Nice, 62 noch übrig. Es ist verschlossen, aber nicht besonders fest. Ich wette, man kann die Tür öffnen. Mit einem Apfel? Nein. Mit einer Lupe? Nein. Wir haben immer noch die Lupe. Ich weiß nicht, wofür wir sie noch brauchen werden. Tickets. Das sieht wie ein Fahrkartenautomat aus. Leider haben wir kein Geld oder so. Man wirft die Münze in den Schlitz und der Fahrkartenautomat gibt die Tickets aus. Okay. Sehr schön. So, was haben wir hier? Also. Hier, lass mal sauber machen alles. Und wir finden einen Backstein und einen Schalter. Hierfür ist der Schalter, glaube ich, nicht. Puh, okay, der Schalter ist wahrscheinlich für die Maschine, für die Achterbahn. Oh, ist das unheimlich. Ohne Ticket komme ich hier nicht vorbei. Einfach Backstein dagegen. Hilft immer. Okay, einen Hebel brauchen wir, glaube ich, auch nicht. So, dann gehen wir mal hier weiter. Nice, was haben wir hier? Ich glaube, da drin befindet sich eine Bedientafel von dem Spielautomat. Okay, was haben wir hier? Ein Messer. Eine Nagelfeile. Kein Messer. Schade. Okay, das wollte ich nicht machen. Gehen wir zurück. Was haben wir hier? Eine Kupfermünze. Nice. Ich glaube, ohne Eintrittskarte kann ich hier nichts unternehmen. Hier ist hier vielleicht noch irgend so ein Viech. Oh, eine ein Kabel, nice. Okay, dann schauen wir mal Kupfermünze hier, zack. Nice, wir brauchen noch zwei. Really, okay. Wir brauchen noch zwei Münzen. Nein, ich kann dort nicht alleine raufklettern. Ich glaube, es ist effektiver, die Achterbahn zu starten und die, ja. Okay, wir starten dann die Achterbahn. Ich glaube, da drin befindet sich ein Bedienteil vom Spielautomat. Okay, was haben wir denn? Wir haben eine Nagelfeile. Vielleicht können wir ja... Zack. Jawolsken. Okay, und es öffnet sich. Dann gehen wir da mal hindurch. Du meine Güte, ich habe den Eindruck, als wäre dieses Spielsaal schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr benutzt worden.
Ja, wurde es bestimmt auch nicht mehr. Hier ein bisschen Tischkicker spielen oder ein Windkurbel mitnehmen. Ist auch cool. Ich frage mich, ob dieses Spielautomat noch funktioniert, wenn ich ihn einstecke. Ja, finden wir es einfach heraus. Zack. Jawohl, bisschen... What the fuck? Also ein Minispiel. Nice. Yeah. Nice. Ui. Okay, ja. Wir spielen ein tolles Spiel. Ups. Nein. Ich bin tot. Nice. Noch zwei Leben. Los, komm. Yay. Nein. Der hat einen Apfel. Kann ich auf ihn drauf treten? Nein, kann ich nicht. Noch ein Leben. Nice. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert mit der Steuerung. Ah, ich kann auch... Ernsthaft? Okay. Ah, jetzt haben wir noch ein Leben. Ich kann auch die Pfeiltasten benutzen. Das ist nice. Nein. Ich bin tot. Game over. Nochmal. Okay, nochmal von vorne. Nice. Aber jetzt, ich kann auch die Pfeiltasten benutzen. Das erleichtert es schon eine ganze Menge. So, hüpf da bitte drüber. Nice. Zack. Okay. Du. Und hopf. Nice, da ist eine Schnecke. Gary. Nice. Okay, ich bin tot. Cool. Verdammt. Schnecke. Hey. Der hat mich doch noch gar nicht berührt. So, die Schnecke ist aber ganz schön schnell für eine Schnecke. So, hüpf da bitte hoch. Was bist du? Ich will es gar nicht wissen, was du bist. So, schnell hier hoch. Und wir haben es, glaube ich, geschafft. Jawohl, das Ziel. Nice. Wir haben es geschafft. Und jetzt bekommen wir noch eine Münze, oder? Ah, ein Dollar. Und eine Goldmünze. Okay, ah, dich habe ich gesehen, dich auch. Dann habe ich mit dich und dich, du kommst, ihr kommt beide mit. Neuer Erfolg geöffnet, sie haben 50 Beobachter gefunden. Nice, dich habe ich jetzt auch noch gefunden. So, es gibt ganz schön viele Beobachter. Wir haben ein Tagebuch. Was haben wir denn? Ich habe schon, okay. Ja, die kennen wir glaube ich schon. Ich habe mit tibetischen Mönchen gesprochen und bin an den Meeresgrund getaucht. Ich bin in der Vergangenheit und in der Zukunft gewesen. Die schönsten Dinge von dort habe ich mit in mein Traumland genommen. Okay, nice. So, was haben wir hier für eine Kugel? Ich habe die Spielautomat schon immer gehasst. Ich hatte immer den Eindruck, dass er betrübt. Okay, können wir da vielleicht spielen? Nein. Spielen nicht? Okay, können wir nicht. Können wir hier sonst noch was machen? Hier ist nur dieser Spielautomat, wo wir gerade nichts machen können. Ich habe das Spiel... Ich wollte immer das Glas zerbrechen und alle wertvollen Preise herausnehmen. Das Glas zerbrechen mit dem Schalter. Draufhauen. Backstein. Ja, Wolzken. Nice. Okay, jetzt haben wir eine Fla-Hedermaus. Verzierung. Eine Münze. Silbermünze. Das war's wohl. Okay, sonst haben wir da, glaube ich, nichts mehr. Dann holen wir uns ein paar Tickets. Nice. Wir haben ein Ticket. Okay, kommen wir damit hier rein. Jawohl. Okay. Nice. Sehr nice. Und es öffnet sich. Ja, jetzt muss ich in das Schloss gelangen. Ja, da kommst du jetzt rein. Oh, hier kann ich nichts sehen. Ich hoffe, dass mich niemand angreift. Ernsthaft? Ich glaube kaum, dass sich hier jemand angreift. Hier ist es sehr dunkel. Nur eine Stelle ist mehr oder weniger beleuchtet. Ich glaube, ich sollte... Okay. Ja, nice. Oder so. So, was haben wir denn? Das sieht wie ein Schalter aus, aber ich werde ihn nicht anfassen, da ich keinen Stromschlag riskieren will. Denn da? Jawohl. Und... Okay, jetzt ist hier Licht und wir können dich sehen. Ja, das ist viel besser. Nice. So, dich kann ich auch sehen. Hallo. Komm. Zack. Dankeschön.
So, sonst noch irgendwo eins? Ja, dich. So, dich nehme ich auch mit. Nice, abgeschlossen. So, sonst noch irgendwo ein Beobachter? Nein? Okay. So, wir haben einen Pfeil. Ja, nice. Ich wollte schon immer einen Pfeil haben. Das Gitter ist zu schwer. Ich kann es nicht mit bloßen Händen anheben. Dann bin ich so ein Pfeil. Oder auch nicht. Das da. Nein, willst du das? Willst du Windkurbel nicht benutzen? Oder einen Apfel? Nein? Okay. Fledermausverzierung auch nicht. Schade. So, da haben wir eine Aussparung. Hier ist ein Hohlraum in Form eines Pfeils. Okay, wir haben ja zum Glück einen Pfeil da. Und jetzt, was passiert? Jetzt öffnet sich das. Ich will erstmal hier schauen, was haben wir hier? Der Aufzug ist verschlossen. Es ist zwecklos, ihn ohne Griff aufzuschließen. Das da vielleicht? Jawohl. Ah, jetzt kriegen wir das auf. Aber erstmal möchte ich hier lang. Ich würde dieses Hündchen lieber nicht wecken. Voll das Hündchen. Das ist ein riesiges Hündchen. Hier, nimm Apfel. Oder ein Dollar. Oder eine Lupe. Oder Fledermaus. Okay, der hat was in seiner Hand. Das wir auf jeden Fall brauchen. So, was kann ich dem Hund im Austausch für eine Bündel Verbindungen geben? Dollar. Ein Apfel. Fledermaus. Eine Lupe. Okay, wir haben noch nichts da. Dann schauen wir mal hier unten. Es ist tief, aber da unten ist etwas. Dann werfen einen Apfel rein. Oder eine Lupe. Oder Dollar. Oder Fledermaus. Ja, da ist tief, aber da unten ist etwas. Ein Minispiel. Ernsthaft? Okay. Hoffentlich muss ich nicht alle Felder ausfüllen. Hä? Hier. Zack. Hä? Zack. Nicht? Wieso nicht? Vielleicht so irgendwie. Hä? Wieso gehst du nicht? Oh, nice. Ah, ja, yeah, okay. Nice. So, zack. Zack. Ey, das Grüne ist irgendwie ziemlich weg. Ja, das Rote auch. Ja. Und jetzt? So, komme ich da irgendwie hin? Hier? Nein, es klappt nicht so gut. Okay, jetzt sind alle wieder weg. Nice. Ich fange, glaube ich, mit den gelben an. Irgendwie so. Mann. Mach das so. Mach das. Hallo. Oh. Hier. Zack. Nein. Mach. Hier so. Dann mach das. Da so. Hä? Du sollst das gefälligst so machen. Danke. So, dann das Blaue. Irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht so einfach sein. Obwohl, jetzt habe ich doch schon alle verbunden. Okay, jetzt war es schon ziemlich einfach.